Ja, aber Leute, believen. Wir müssen believen. Ein Vettel und ich bin happy. Jetzt geht's los. Fünf Karten sehen wir. Fünf Karten. Die Dynasty Box, ich mach mal den Typen hier wieder. Die Dynasty Box kostet übrigens, die ist ja jetzt heute, gestern erschienen, kostet, ich glaube, 3.000 bis 4.000 Euro. Eine Box. Eine Box mit einer Karte. Zu den Preisen, die anderen Spots, Hamilton, wie viel war das Hamilton weggegangen? 4.000, ne? 3,6 waren es. 3.600 Dollar ist nur Hamilton weggegangen. Das heißt, wenn in diesem Case jetzt kein Hamilton drin ist, hat derjenige 3.600 Dollar ausgegeben und hat keine Karte bekommen. Genauso könnte es mir auch passieren. Ich habe auch ein bisschen Geld ausgegeben für Vettel. Wenn da jetzt kein Vettel drin ist, kriege ich halt auch keine Karte. Verstappen war auch relativ teuer. 2,1 2K. Ja. Leclerc bei 1,5 waren das und der Rest war drunter. Also das ist so krank, das ist mehr als, das ist, also, ne? Das kann man eigentlich nur machen, wenn man einen Schaden hat. Da, ich seh da meinen Vettel! Ich seh ihn jetzt schon! Ich hab den Röntgenblick! Genau, Yannick. Vettel mit Schlüpfergeruch. For all the news and our breaker schedule, everything Two Bros related. Two Bros sports on TikTok. No, underscore that one for our biggest hits. Save us as one of your favorite sellers on eBay. Two Bros 788 for all of our breaker spots at auction. Everything in our singles warehouse. And visit our retail store in Blaine, Minnesota in the Twin Cities. Ich würde jetzt gerne nochmal Amino anmachen, aber wenn ich jetzt Amino anmache, dann kann ich den Stream wieder nicht online lassen. Deswegen mache ich keine Musik an. Amino. Deswegen muss ich es alleine singen. Oh, yes, geht auf. Oh, hoffentlich verdeckt er das irgendwie und nicht direkt irgendwie. Muss er eigentlich, oder? Was heißt, er muss aber. Ja, das wird er schon machen, glaube ich. Ach, das ist so ein Aufschiebeding. Oh. Hilfe, Junge! Ich hab Gänsehaut, ich sag's euch so wie es ist, ich hab wirklich Gänsehaut. Was macht der da? Das hat ein Cover. Mein Puls! Oh, wenn da jetzt die Fratze von Fettel ist, Hilfe! Na, nein, der George Russell! Weißt du noch? Ja. Weißt du noch? Das Problem ist, Leute, um das jetzt zu erklären, ich mach mal kurz auf Stumm den Typen. Wir haben gestern bei jedem, gefühlt bei jedem Fahrer mitgeboten. Ich glaube, bei George Russell hatten wir auch mitgeboten, ne? Ja, hatten wir. Und wir waren da, ich glaube, waren wir nicht bei George Russell sogar Zweithöchstbietner oder so? Hat 15 Euro überboten. Hat uns um 15 Euro überboten, bei George Russell. Das heißt, hätten wir George Russell gestern bekommen bei der Auktion, hätte ich jetzt die George Russell-Karte. Aber weiter belieben Vettel. Ah, das ist schon, guckt euch diese Karte an. Diese Karte ist geisteskrank. Wie schön diese aussieht, aber ist jetzt ein... Er macht so schnell. Der ist echt so, der ist in 5 Minuten fertig jetzt gleich. Was für Rente? Nein. Die ist zu 10 nummeriert gewesen. Right. 49 gibt's gar nicht. Well, George Russell's first. 49 gibt's gar nicht. Und sind alle on-card, oder nicht? Ja. Aber das ist hier keine Matchdeck-Serie mehr. Das ist ganz, ganz illegal. Und... Oh mein Gott. Alter, also, das ist so eine Anspannung, ne? Oh! 3 noch. Ricardo, ist der nicht sogar für weniger als Vettel weggegangen, ja, ne? Ja. Halb so viel. Ich hab's ja auch gesagt, Beat drauf, aber ist okay. Wir haben bei gefühlt allen Fahrern mitgeboten. Warum lässt er den so schnell fallen? Ja, jeder hat seine eigene Art. Ein anderer zieht es halt langsam runter und er rät die Haare und der macht's halt so. Der hat vor 2 Minuten mit der ersten. Ob der Vettel so teuer heftig war. Ich hab 520 gezahlt, Yannick.
520 Flocken. Well, not a bad start. Two drivers, no directors. Freddy's begging for a friend. Hör auf mit deinen Directors hier, ja, für dich meinst du, ja, aber... There we go. That covered up. Our third card coming up here. Ist echt so, da werden so viele gebrochen sein, ist ja, da werden jetzt 5 auf dem Tisch stehen und 15 oder 20 andere Leute werden gebrochen sein. Komm Vettel, bitte. Max Verstappen, was? Oh mein Gott. Leck mich am Arsch. Alter. Leck mich am Arsch. Mit seinem Reißverschluss da. Okay, das ist geil. Oh man, that's my first Max Auto. Wow. Halt's Maul. Und jetzt, ist auch jetzt bin ich bin so, ne? Ich bin so ein süchtiger Hund. Ich denke jetzt, in meinem Kopf denke ich jetzt, ach komm, nächstes Mal nehme ich Max Verstappen. Und nächstes Mal kommt dann kein Max Verstappen. Nächstes Mal kaufst du einfach alle Spieler. Nee, wenn ich feiere sowas, wo man einfach mit... Du zahlst jetzt keine 5000 für, ne? Weil du kannst jetzt auch... Natürlich könnte ich mir jetzt eine Dynasty-Box kaufen für 3.000, 4.000. Aber dann öffne ich die und hab quasi einmal Spaß mit einer Box und könnte dann irgendwie so einen Teammanager da ziehen. Und so gebe ich zwar viel Geld aus, auch, ja, aber hab die Chance auf eine geile Karte und sehe mehrere Boxen, aber kann halt mit keiner Karte rausgehen. Ja, es hat alles Vor- und Nachteile. Ja. Boah, Max Verstappen, halt's Maul. War bei 3,6. Max war bei 2,1. Egal, also, hätte man da 2,1 und jetzt die Karte, was... Ich glaube, die ist mehr wert als der Spotpreis. Aber ist auch egal, Hauptsache Vettel kommt jetzt. Zwei Chancen noch, halt, bitte. Aber es waren schon drei Fahrer. Es können doch nicht 5 Fahrer da drin sein im Case. Da kommt jetzt ein Freddy. Ich sehe den Freddy da dran. Ja, meinetwegen auch ein Freddy. Dann gehen wir. 2-1 geht sogar noch. Ja, Chico. Wenn wir ehrlich sind, 3-6 für den Hamilton geht sogar auch. Also, hört sich blöd an, aber. Oh, bitte. Bitte knall den Vettel raus, Mann! Ja! Wieso lässt das so schnell fallen? Lass fallen, den Hund! Brevio! Weißt du noch, den wollten wir am Anfang. Ja, den wollte ich unbedingt. Den wollten wir, der ist für 60 oder 70 Dollar rausgegangen, ne? Den wollte ich unbedingt. Alter. Not quite the Freddy you're hoping for. So gebrochen. Nein. So gebrochen. Ich sitze hier 10 Minuten mit Gänsehaut da. Man sieht das auch, man sieht das in der Facecam hier. Ich mache jetzt ab sofort bei jedem Stream ein Donation-Ziel rein. Nächster Dynasty-Box-Pack. Nee, Spaß beiseite. Leute, macht's nicht nach, es sei denn, ihr habt genug Geld, aber das ist richtige Verbrennungsmaschine hier. Eine richtige Verbrennungsmaschine. Aber es macht Bock. Letzte Box. Letzter Fahrer. Muss ein Fahrer sein. Ja, das wird ein Vettel 1. Ach, hör. Nee. Ach so, Vettel hast du ja gesagt, ne? Doch, komm, Vettel. Ja, richtig, komm, Vettel. Das wird der Vettel. Sepp. Ich liebe dich, Sepp. Ich hab dich schon immer beliebt. Und geliebt. Ich hab schon immer in deiner Bettwäsche geschlafen. Sebastian. Good luck, everyone. Gönn! Nein, die guckt nicht seitlich. Zieh runter den Lachs. Zieh runter den Vettel. Ah. Lewis Hamilton, was? Lewis Hamilton zu 2! Leck mich am Arsch! Du Scheiße. Leck mich am Arsch! What a case. Fuck. Lewis Hamilton. Wow. Alter. Stell dir vor, wir hätten einfach absolut brutal reingegangen. Oh mein Gott. Stell dir vor, wir hätten einfach Hamilton gekauft.
Einfach, also einfach nur, in Anführungsstrichen. Ja. Alter Falter, ich bin so kaputt, ne? Der ich hat auch. Einen Hamilton und einen Vettel im Case. Leck mich am Arsch. Also das Case, da lege ich mich weiter, ich glaube, da lege ich mich nicht mal weit aus dem Fenster. Das Case, was wir hier heute gesehen haben, das ist nicht normal. Eins der besten. Ja, eins der besten. Da ist ein Markt, da sind die zwei besten Karten drin, die man ziehen kann. Vettel und, Vettel, ja, perfekt. Hamilton und ein Verstappen. Ich fühle mich, wie mein Throat, wie meine Voice being gone, ist cured all of a sudden. Just from this case. Alter, sogar noch zu zwei. Guck dir dieses Ding an, ne? Wow, ey, ich werde die nächsten Tage so gebrochen rumlaufen. Ich ärgere mich jetzt, dass ich nicht bei Hamilton reingegangen bin. Also quasi 600 Euro aus dem Fenster. Scheiße. Ich bin schon wieder auf dem Shop und guck, wann die nächsten Breaks sind. Ich gehe auch rein. Yalla. Yalla, wann kommt der nächste? Wann kommt der nächste Break? Oh Mann, du. Hilfe. Where Stop. Is my Vettel? Alright. Oh Mann, du, ey. On this one. Kicking it off, 1 of 10. The triple. Where's my Vettel? Auto. Where's my Vettel? No Vettel. Er lacht dich aus. Samstag. Dude, that's a big hit for you, actually. That's monster. Feel free to message us on eBay if you need, Was hat er gesagt gehabt? Sort of er hat die Nachricht vorgelesen und gelacht dabei. Sort of shipping, we'll talk.